So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Spin Tyrus. Spin Tyrus. Und ich habe alles für diese Folge schon mal wieder präpariert. Diesmal habe ich mir hier unten unseren kleinen gelben Flitzer als Reparaturwagen hingestellt und habe halt den wieder beladen für die neue Aufnahme, damit auch diesmal hoffentlich alles gut geht. Und der daneben war eh noch beladen. Und ja, er ist eigentlich auch noch nicht passiert seit der letzten Folge. Und ich hoffe diesmal, dass wir es mindestens ansatzweise bis zum Punkt schaffen, wo man stolz sein kann, so weit gekommen zu sein, nicht wie wir beim letzten Mal, die dann einfach gescheitert sind bei dem, was wir machen wollten. Wohin geht's hier eigentlich? Ah, das ist nur so ein kleiner Fluss. Naja, da kann man nichts dran ändern, dass wir gescheitert sind. Obwohl, doch. Aber ich muss ja voll aufs Risiko gehen. Und jo. Und dann meine ich, war das hier rein? Ja. Ernst? Wieso scheitern wir denn hier schon? Ist doch Kacke. Ist doch richtig Kacke, dass wir eben schon wieder gescheitert sind. Ey. Unmöglich und möglicher scheiß Map. Ja, ich will die ja komplett freispielen, in Anführungszeichen. Wenn nicht, machen wir das jetzt erstmal so. Falsche Taste. Die Fahrzeug wechseln, einsteigen. Motor starten. Fahren wir erstmal mit dem und gucken, weit wir mit dem überhaupt kommen. Ich komme ja mit dem weiter als mit dem anderen. Kann ja alles möglich sein, ne? Ups. Eieiei, schwuppt der. Und versuchen wir mal irgendwie. Vielleicht sogar halbwegs gerade schon rüber zu kommen. Nicht, dass wir dann irgendwie. Okay, ich kippe nicht. Weiter. Yay! Sie ging das eben nicht mit dem Langen.
So. Noch ein Tucken. Wir haben schon mal ein Drittel geschafft. Denke ich. Hoffe ich. Jo, nice. Und Nature. Hier vorne kam mir jetzt der Teil. Und dann so, dann muss ich mal schon wieder. Ich verwechsel immer diese Tasten zum Map öffnen und Dings machen. Zum, ne? Zum Fahrzeug wechseln. Und jetzt ging das. Rechts durch diesen Fluss. Nein, nicht kippen. Und gleich dürfen wir irgendwie wieder hier rauskommen. Erstmal noch links. Blöde Tanne. Hoch. Und hier ist der Weg links. Hallo. Ich glaube, wir sollten erstmal rückwärts. Diese Straße aussieht. Oh, zwar hier ist Wasser.
Nicht geil. Holla, die Waldfüße sind da weggesunken. Das ist nur Wasser. Wenn es Schlamm wäre, da hätte ich noch gedacht, okay. Aber es war Wasser, was viel schlimmer ist. Ja. Oh, sind wir. Also Küste machte mir echt, glaube ich, mehr Spaß zu spielen als Flussüberquerung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man hier die ganze Zeit irgendwo stecken bleibt, umkippt oder... sonst welche Wege kommt. Das müsste ich mal vorstellen mit dem langen Holzzug da. Da wären wir schon zigmal hängen geblieben. Gefühlt, jedenfalls. Hier könnte man richtig, richtig dicke Tempo machen, wenn man wollte. Noch hier rüber. Wir fahren hier rechts rein. Wie schön die Straße hier einfach ist. Also. Entladen. Und dann... nach da. Und dann so, ja, Motor starten. Und dann erstmal Holz holen. Yay. Wie ihr das nicht schon kennen müsstet alles. Einwandfrei, vor allem wie man parken muss, damit man dieses verfickte, habe ich das gerade laut gesagt, damit man dieses Holz holen kann, was so ganz nett ist. Oh, tut das gut. Oh. Nein, ich habe gerade Eistee getrunken. Oder ein kühles Getränk, um es so zu sagen. Nicht, damit ihr euch gleich wundert, hä, was meinten die damit? Ich habe nur Eistee getrunken. Jetzt dreh langsam mal, du Scheißding.
aus. So, bitte. Hey, das war, glaube ich, das schnellste bisherige Aufladen von Holz. Also vom langen Holz. Weil normalerweise brauche ich ja irgendwie 4-5 Versuche, um diesen LKW mit Trailer auszurichten. Damit die endlich meinen, ja, du stehst richtig, du kannst jetzt aufladen. Was eigentlich total unnötig ist. Weil Holz ist Holz. Egal wie der Truck steht. Lol, wie sind wir denn dagegen gefahren? Stuff. Jetzt biesten wir diese Strecke hier aber sowas von einem. Jetzt zeige ich, wer wir sind. Ey, wir sind jetzt so super schnell. Gib doch mal Gas. Ich will nicht nur in dem zweiten Gang fahren, das braucht ja ewig. Kaum vor, bevor wir abbiegen müssen, schalte ich da hoch, ey. Wie kam ich denn letztes Mal hier hoch? Ja, da bin ich ja auch irgendwie gefahren, dass ich da hochgekommen bin. Bevor ich jetzt mal kippe, will ich irgendwie das bringt nichts. So, und Gas geben. Ich will nicht schon wieder umkippen. Weiter. Jetzt haben wir schon mal so weit geschafft und ist jetzt hier links, ja. Voll geil. Und fahr. Ja. Juhu, wir haben es geschafft. Nein, hallo, Winde lösen. So. Und jetzt kommt die schönste Angelegenheit. Ja. Waren wir überhaupt gerade oder wackeln wir nur?
Hallo. Wir haben es eigentlich ohne großen Schaden ansatzweise in Richtung Ufer geschafft. Die Frage ist, schaffen wir es jetzt auch rüber? Über diesen Hügel. Und über den anderen kleinen, da wo wir letztes Mal umgekippt sind. Da. Das ist ja jetzt die gute Frage. Und da vorne kommt meine Lieblingsstelle, yay. Umkipp-Kack-Rotz-Stelle. Die wir jetzt mal umgehen, indem wir einfach hier geradeaus rüberrutschen. Fahren, nicht festfahren. So kippen wir denn? Kann mir einer sagen, wieso wir gerade gekippt sind? Das wäre jetzt nämlich eine gute Frage. Wieso sind wir gerade gekippt? Was wie? Wieso sind wir zum Teufel gekippt? So, ich brauche eine gute Sicht. Ich hoffe, wir kippen jetzt nicht um. So blöd. Sind wir denn gerade gekippt? Vor allem auch noch auf so eine beschissene Seite. So. Und dann das mit.
dem. Jetzt beweg dich doch mal. Ja, noch. Kann er sich nicht mal ein bisschen bewegen? Ist doch verschissen, ey. Scheiß. Wieso passiert das außerdem mir immer? Das ist doch kacke. War gut. Würde ich jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder heißt Spintaris. Und hoffentlich schaffen wir es das nächste Mal ein bisschen weiter als da. Und vielleicht schaffen wir auch noch den Kippertz, also den LKW zu retten mit Ladung. Oh yeah. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.